Herzlich willkommen bei PD Experts, kurz PDX. Mein Name ist Bernd Auer, meine Kollegen und ich helfen Unternehmen dabei, das richtige CRM zu finden und wenn sie sich für Pipedrive entscheiden, das richtig einzuführen und zu verwenden. Wie machen wir das? Wir unterhalten uns als erstes einmal mit Ihnen, also melden Sie sich einmal irgendwo unter www.pd-experts.com oder am Telefon, Sie finden dort alle Kontaktdaten. Also, dann reden wir mal und schauen, was wir überhaupt brauchen. Unsere Kunden kommen typischerweise aus drei verschiedenen Gründen zu uns. Erstens, sie suchen das richtige CRM. Ja, also wenn Sie noch nicht ganz sicher sind, ob Pipedrive passen könnte, wir sind zum Beispiel auch Microsoft Dynamics Partner oder HubSpot Partner oder auch Soho Partner. Wir kennen also die CRM-Welt ganz gut und können Ihnen da auch ziemlich sicher weiterhelfen, wenn es nicht Pipedrive sein sollte. Wenn Sie sich doch für Pipedrive entscheiden, das ist jetzt der zweite Grund, warum unsere Kunden zu uns kommen, dann helfen wir Ihnen gerne mit der Implementierung. Wie funktioniert das? Typischerweise arbeiten unsere Schützlinge gerne in drei Phasen. Erstens, wir machen das Setup. Ja, das heißt, wir stellen Pipedrive richtig ein, wir gehen mit Ihnen Ihren Verkaufsprozess durch und überlegen uns, wie wir Ihr Pipedrive zu Ihrem eigenen machen. Ja, jedes Unternehmen arbeitet anders. Da schauen wir uns das ganz genau an. Wir haben eine 26-Punkte-Liste mit verschiedenen Einführungsschritten. Das geht von den benutzerdefinierten Feldern anlegen, über die Pipeline. Wir schauen uns die Workflows an. Wir importieren auch Daten, also alles, was Sie brauchen können. Das machen wir ganz gerne mit Ihnen zusammen, weil Sie sonst lernen, wie es richtig funktioniert und nicht jedes Mal uns fragen müssen, wenn Sie irgendwas brauchen. Ja. Also das ist die Phase 1, Setup. Das dauert ungefähr so 8, 10, 12 Stunden. Wenn wir flott sind, sind wir in 8 Stunden durch. Und wenn wir dann soweit sind, haben wir ein fertiges CRM. Die Leute können damit arbeiten. Aber Phase 2, wir müssen sie noch schulen. Ja. Das machen wir ganz gerne tatsächlich an einem Tag, Phase 2, die Schulung. Das besteht typischerweise zuerst aus einer Stunde Theorie, ich erkläre mal ganz grundsätzlich, wie Pipedrive ausschaut. Dann machen wir Gruppenübungen, damit man zum ersten Mal hingreift. Und dann machen wir ganz gerne One-on-Ones. Da treffen wir uns mit ihren Mitarbeitern persönlich und holen die halt tatsächlich dort ab. Manche Leute brechen sich die Finger, wenn sie den Computer überhaupt einschalten. Manche sind schon sehr tief drinnen. Also wir holen da jeden noch einmal extra ab, weil man lernt so ein CRM leider nicht an einem Tag. Ja, das geht nicht. Sondern man lernt es nur durch eines, nämlich üben, üben, üben. Ja, und das machen wir mit ihren Damen und Herren im Unternehmen. Wir nehmen ihnen sozusagen die Scheu davor, mit Pipedrive zu arbeiten. Ja, das ist Phase 2, die Schulung. Phase 3, Feintuning. Was wir an der Stelle machen, ist, die Leute beginnen zu arbeiten, haben gute Ideen, wie wir es noch weiter verbessern könnten. Wir arbeiten noch weiter an Automatismen und all diesen Dingen. Also wir machen das CRM sozusagen zu genau dem CRM, mit dem sie dauerhaft glücklich arbeiten. Ja, das ist ganz typisch von uns. Also Grund Nummer 2, warum unsere Kunden zu uns kommen, Einführung von Pipedrive. Grund Nummer 3 ist, viele Kunden arbeiten schon mit Pipedrive seit längerer Zeit, seit 2-3 Jahren, haben aber irgendwie das Gefühl, das Tool kann eigentlich alles, was sie brauchen, aber sie wissen nicht genau, wie sie es besser kriegen können. Ja, irgendwo bei der Implementierung sind sie falsch abbogen und die Kollegen verwenden es nicht richtig. Und da nehmen sie unter den Armen und richten ihr Pipedrive dann mit ihnen zusammen auch wieder so ein, dass ihre Mitarbeiter dauerhaft glücklich damit arbeiten. Das sind typischerweise die drei Gründe, warum unsere Kunden zu uns kommen. Außerdem überlegen wir uns, Pipedrive hört ja nicht bei Pipedrive auf. Keiner braucht nur ein CRM und sonst nichts. Sondern wir überlegen uns auch, welche Schnittstellen können wir einbauen. Pipedrive kann manche Dinge nicht selbst in puncto Automatismus. Dann bauen wir mit ihnen zusammen die Automatismen, die wir so brauchen. Zum Beispiel SMS-Versand oder was auch immer ihnen so einfällt. Also solche Sachen machen wir auch noch. Ja. Wenn Sie das mit uns zusammen machen wollen, dann schauen Sie doch auf pd-experts.com, da finden Sie alle Kontaktdaten. Wir freuen uns sehr auf Ihre Nachricht. Vielen Dank fürs Zuhören, ich wünsche Ihnen viel Spaß auf der Seite.